Es wird Regen geben. Wir standen hinter dem Wohnzimmerfenster, mein Bruder und ich, und sahen hinaus auf den leeren Horizont über den moosbewachsenen Bergen. Mein Bruder stieg unruhig von einem Bein zum anderen. War ich es, als Mutter rief, das Essen sei angerichtet? Ich hatte ja dafür einen Namen bekommen. Schön, dass du da warst, sagte mein Vater. Schön, dass du da warst, antwortete ich. Der Mann sagt, wie sehr liebst du mich? Die Frau antwortet, das geht gar nicht in meinen Kopf hinein. Ende Oktober, die lange Zeit fast ausgestorben. Die Lustquelle der Kindheit, die lange fast ausgetrocknet schien. Die Figuren und Geschichten reisen durch die Bewusstseinszone. Die Figuren unserer Geschichten sind Reisende der Bewusstseinszone. Was genau sollte das sein? Der Flug der Poesie dauert so lange, bis die Handels- und Handlungsverträge erneut deine Unterschrift begehren. Die Sicherheitssysteme dich wieder gesichtet haben, der du im Flug ohne Namen und damit unsichtbar warst. Nur ein Buddha fliegt ewig, heißt es. Aber wer will das schon, wirst du gefragt. Einsamen Höhepunkte eines Sieges, das Gekreische der Menge in scheinbar grenzenloser Verehrung, das Meer aus Fahnen, es rührt deinen Schädel um. Du fragst dich, was bedeutet dieses? Mehr als ein Glas Wasser in der Wüste. Was jetzt gerne herunter. Wer bist du? Ich bin ein Zirkus, der sich selbst in den Schwanz beißt. Aber wie wäre es, hätte man niemals Fotos von dir angefertigt? Kein Spiegel hätte dich je zuvor dir nahegebracht und man würde dir nun welche zeigen. Wer ist auf dem Foto zu sehen? Du? Wirklich du? Oder gar ich? In jedem Moment
verändert sich alles, dein Körper bewegt sich, dein Geist ständig belebt, deine Kontakte, neue Bilder, Gedanken, Kontrakte, Erinnerungen, Möglichkeiten, Übergänge. Dein Körper gleicht einem Fluss, dein Geist gleicht einem Fluss, bringt immer Neues hervor. Ansichten, Aufsichten, Wellenspiegelungen. Was auch immer die Menschen über dich sagen, es handelt nicht von dir. Sie sprechen stets nur über den Fluss an Erscheinungen, denn wahrzunehmen sie gerade imstande sind. Du fragtest dich, warum dein Bruder nicht zum Arzt gegangen war, stattdessen Stunde um Stunde vergehen ließ, um schließlich, als die Rettung eintraf, ins Koma zu fallen und nicht wiederzukehren. Antworte niemals mit deiner Vergangenheit. Ein unauffälliges Leben zu führen, ist fast das Schönste, sagte mein Vater. Die schönsten Gedichte, die ich schreibe, schreiben andere. Absichtslose Schritte heilen und beschützen dich. Eine lange Reiterunterhose von Kaiser Franz Josef war einem Sammler heute 6.250 Euro wert, als hätten wir uns bloß in unsere Armut verirrt. Wenn Engel reißen, tut sich das Wetter weißen. Ramana Maharshi, ein indischer Guru, stellte jenen ihn um Rat und Gnade bittenden Suchern, von denen die meisten vor allem von ihrem Leben erlöst sein wollten, weil sich dieses ihnen als unbefriedigend offenbarte, folgende Fragen: Wer sind wir im Tiefschlaf? Wer in den Traumphasen? Und wer, wenn wir wach sind? Und was verbindet Tiefschlaf, Traum und Wachbewusstsein? Die wilden Bienen in Südamerika, totgeschwefelt, um an ihren Honig zu kommen. Wie lange lebst du schon in den Augen der anderen? Im Winter, wenn Schnee fällt, ständig diese berauschten Bilder in meinem Kopf. Ein Benzinkanister als Vogelhaus verkleidet. Eine Frau mit einem weißen, schon leicht verdreckten Mantel und hochhackigen Schuhen, deren Gesicht mir unvermittelt die Umgebung öffnet. Leute, die im Gang reden und deren Sprechen wie gedämpft wirkt. Jahre der Beschwichtigung, die dem alten Mann mir gegenüber plötzlich aus den Augen brechen. Erst wenn du dein ganzes Begehren verloren hast, du dir nichts mehr vorstellen magst, auf was du hinaus willst mit deinem Leben oder was du dir und anderen noch gerne erzählen möchtest, du auch diesen Sätzen jetzt nicht mehr angehörst, dieser Sehnsucht nicht mehr zu folgen vermagst, wenn du dich nicht einmal mehr losgesagt hast von was auch immer, losgerissene Blätter, die keinen Tag mehr erreichen und keine Nacht. Was dann? Sag schon. Zündest am Hernalser Friedhof eine Kerze an, am Grab des Rockpoeten Hansi Lang. Ich bin, was ich sage, ich bin, was ich esse, ich bin, was ich trinke, ich bin, was ich denke, ich bin, was ich höre, ich bin, was ich sehe, ich bin, was ich höre, ich bin nicht, was ich weiß, ich bin, was ich sage, ich bin nicht, was ich weiß, ich bin, was ich trinke, ich bin, was ich denke, ich bin, was ich höre, ich bin, was ich sehe, ich bin, was ich nicht, was ich weiß, ihr selber, täglich, fremder und unbekannter. Es geht ums Ganze, das meint Hingabe.